Ich bin hocherfreut, mal wieder feststellen zu dürfen, wie sehr doch unsere öffentlich-rechtlichen Medien Aufklärung betreiben. Hätte ich schon fast gekotzt, als in den gestrigen Nachtnachrichten schon nichts mehr vom Angriff der CDU und CSU-Politiker auf das Bundesverfassungsgericht kam. So war heute in den 20-Uhr-Nachrichten gar nichts mehr davon zu hören. Stattdessen wurde lang und breit über die Debatte gesprochen, ob jetzt das brutale Hinmetzeln der Armenier durch das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg Völkermord genannt werden darf oder nicht. Was für eine schöne Abwechslung. Und hochwillkommen natürlich auch die vielen Toten im Mittelmeer. Als wenn unsere Regierung irgendwie das Ganze einfach nur verpennt hätten. Es gibt keine Organisation, die dieses Thema seit Jahren aufgreift. Es gibt keine Warnrufe von allen Seiten. Nein, es war bequem. Und wie gesagt, das jetzt noch als zusätzliches Ablenkungsmanöver benutzen zu können, um davon abzulenken, dass unser Staat systematisch von der Parteienlobby und der Parteiendiktatur auseinandergenommen wird, dass auch das letzte bisschen Demokratie in unserem Staat, nachdem der Bürger ja schon raus ist, jetzt von der Union auseinandergepflückt wird. Das ist unseren Medien kaum noch der Rede wert zu sagen. Naja, zumindest kann man ja hoffen, dass die Kabarettisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dieses Thema mit in ihr Programm nehmen, auch wenn es niemand hier in der Bundesrepublik sieht, weil der Großteil der inzwischen dumm gemachten aufgrund der fehlenden Lehrer und aufgrund der vielen Fehlstunden und aufgrund der Tatsache, dass man auch die Schulen gar nicht mehr ausrüsten will mit vernünftigen Materialien. Denn dieses dumme Volk, was größtenteils ja auch auf irgendwelchen Demonstrationen rumläuft, dieses dumme Volk wird ja auch weiterhin bei den großen privaten Fernsehsendern nach Entspannung suchen. Nach diesen beiden schönen Sendungen, die da heißen: Ich heirate meine Omi oder Die beste Nanny haut dem Kind nur eins aufs Maul. Naja, aber auch an diesem Problem wird unsere große Koalition nichts ändern und auch nichts ändern wollen, weil so funktioniert es. Ich kann nur jeden Bürger, der noch einigermaßen klar im Kopf aufrufen: Wehrt euch gegen diese Parteiendiktatur, die finanziert, unterstützt und auch medial hochgehalten wird von Springer und Bertelsmann beispielsweise oder auch von den Waffenlobbyisten, den Versicherungen, Banken. Und lieber Bürger, falls du immer noch nicht begriffen hast, wie viel Millionen in die Kassen von SPD, CDU, CSU und sogar FDP fließen, damit alles so schön bleibt, dann tut es mir leid. Schönen guten Abend.